aus Hamburg. Einer für alle alleine ist das Motto. Leider kein Publikum bei uns, aber dafür drei tolle Kollegen an meiner Seite. Wir haben die Profiwoche und ich begrüße sehr herzlich unsere Deutsch-Italienerin Cornelia Poletto heute in der Küche. Danke. Des Weiteren aus Dorsten, Björn Freitag und aus Hamburg ist er zu uns gekommen. Ich freue mich sehr, Christoph Rüffer. Die Regeln sind fast gleich, beziehungsweise die Kochzeit ist wie immer gleich. 35 Minuten, auch für die Profis. Und ich sage, Andi Pötte, fertig, los geht's. Ich gehe derweil mal rüber in meine Küche, denn Sie haben es ja vielleicht mitbekommen, im Laufe dieser Woche, Johann Lafer, der die ganze Woche schon bei uns über Platz nehmen darf und speisen darf, hat sich immer verschiedene Warenkörbe ausgedacht. Drei Pflichtzutaten gibt es auch heute. Ich lese sie ganz kurz vor. Heute muss sich bitte befinden auf dem Teller Hackfleisch gemischt, braune Champignons und Paprika. Das sind die Pflichtkomponenten. Und dann für die Kühe oder im zusätzlichen Warenkorb sind vorhanden Gurken, Radieschen, Blumenkohl, Brot in Form von Toastbrot, Süßkartoffeln, Paprikapulver, Salbei, Sesamöl und Chilis. Und gleich werden wir erfahren, was die Kollegen daraus zaubern. Ich mache heute gefüllte Champignons mit Paprikasauce und Blumenkohl polnisch. Aber als allererstes möchte ich noch mal einen Blick auf die Tabelle werfen, wie es eigentlich so steht an diesem Donnerstag. Und wir sehen Björn Freitag mit in der Summe 5 Punkten. Cornelia Poletto, ganz solide, jeden Tag ein Zweier abgestaubt mit 6 Punkten. Christoph Rüffer, eine Achterbahn der Bewertung. 3, 1 und 3 macht in der Summe 7. Ich bin sehr gespannt, wer es schafft, heute 3, 2 oder 1 Punkt für sich zu gewinnen. Und vielleicht haben wir ja schon eine Tendenz, wer am Ende dieser Woche dann auf jeden Fall diese 3.000 Euro für den guten Zweck spenden darf. Ich möchte aber den Reigen beginnen und möchte wissen, was ging dir durch den Kopf, lieber Björn, als du lasst? Und zwar ungefähr vor einer Stunde. Hack, braune Champignons und Paprika. Sachen mit Hack lassen sich immer nicht so schön anrichten. Also man kann Hack schlecht richtig schön verpacken. Man kann Hack auch nicht schön aufschneiden oder so. Es ist halt Hack, bleibt Hack. Ja, und das macht die Sache wenigstens beim Anrichten schwer. Ansonsten liebe ich Hackfleisch und nee, ich freue mich eigentlich darauf. Und ich habe mir jetzt einfach gedacht, ich fülle mal ganz viel Paprika und ganz viel Champignons in einen Hackbraten rein. Weil Hackbraten mag der Johann, das weiß ich. Aber so ein ganzer Riesenhackbraten ist natürlich schwer zu machen heute. Von daher mache ich so einen kleinen, also so einen Mini-Hackbraten mit einer leckeren Füllung. Dann, ich finde ja immer wichtig, noch mal so eine kräftige Sößchen dazu. Da mache ich so ein ganz einreduziertes Zitronensößchen noch dazu. Und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt und euch alles Gute. Ja, Björn, dir auch alles Gute, aber du hast es wirklich gerade angesprochen. Der Johann, man kann sich ja jetzt vielleicht heute am Donnerstag so ein bisschen orientieren am Geschmack des Juror. Der legt halt Wert darauf, dass alle Pflichtkomponenten deutlich erkennbar dort aufzufinden sind auf diesem Teller. Da ist der schon fast dogmatisch, muss ich sagen. Würde ich auch sagen. Also, boah. Ich heiße ja gar nicht mehr Cornelia mittlerweile, Mario. Ich heiße jetzt Konstanze. Weil ich konstant immer 2 Punkte erkocht habe in dieser Woche. Und Johann hat tatsächlich bei mir gestern nicht die Creme Fraiche gefunden. Aber ja, wo war die denn da? 1:1 in der Avocado verarbeitet. Entschuldige bitte. Also da weiß ich auch noch nicht genau, ob ich da nicht noch vielleicht noch mal einen Leserbrief schreibe. Doch, du selber schreibst ihm einen Brief. Aber gut, er hat es halt nicht geschmeckt. Mein Gott, was willst du machen? Man fragt sich ja immer, woran hat er gelegen. Er hat es einfach nicht geschmeckt. Heute gilt es Hack, braune Champignons und Paprika zu präsentieren. Wie willst du das machen? Du, ich habe auch echt nicht viel Zeit zum Nachdenken gehabt, logischerweise. Und ich habe jetzt das Ding einfach Chili con Conni genannt. Oh, da kommt der nie drauf, von wem das ist, ne? Kommt der nie drauf. Und habe mir einfach gedacht, weißt du, das gibt mir einfach unglaublich viel Luft. Ich habe nicht alle klassischen Zutaten, die man braucht für so ein Chili con Carne. Aber ich habe mir zum Beispiel gedacht, Blumenkohl mache ich ganz kleine Röschen, die ich blanchiere. Das wird sozusagen mein Maisersatz. Süßkartoffel, Würfelchen ist sozusagen mein Bohnenersatz. Und zu diesem Chili con Conni werde ich dann noch so einen kleinen, ich habe es jetzt mal Champignon Crostino genannt. Er weiß ja sowieso schon, woher es kommt.
heißt, ich werde hier aus meinem Toastbrot knusprige Scheiben ausbacken und werde die dann mit einer witzigen Champignon, weiß ich noch nicht, Düxel oder Creme oder ein Mix aus Creme und roh marinierten Champignons dazu servieren. Champignons Crostini finde ich gut. Also ich freue mich auf diese einfachen Dinge. Und gerade jetzt in dieser Zeit ist es wichtig für die Leute, dass sie das, was sie kennen, vielleicht auch mal kennenlernen mit einer neuen Kreation, mit einer neuen Variation. Und da finde ich gespannt, was sie machen wird. Macht es euch denn soweit Spaß bis jetzt in dieser Woche? Ja. Es ist was anderes, wenn man da in der Hotbox steht, ne? Christoph, absolut. Du hast ja auch so 3, 1 und 3, also hoch und runter Achterbahn der Bewertung. Ich habe so eine Achterbahn der Gefühle, ja, und der Gefühle gehabt. Ja, gewonnen, verloren, gewonnen. Also, aber es geht ja nicht irgendwie gewinnen oder verlieren, sondern es ist schön, hier mit Kollegen zusammen zu kochen, die auch noch sympathisch und nett sind. Und ich glaube, wir ergänzen uns diese Woche hier ganz gut. Mal schauen, wie es heute wird. Ich hoffe, die Achterbahn bei mir geht nicht weiter. Das heißt, ich würde heute wieder ein Pünktchen von Johann bekommen. Deshalb, ich werde jetzt da ein bisschen dran arbeiten und versuchen, heute mal vielleicht mit 2 oder sowas mal die Achterbahnfahrt zu durchbrechen. Ich habe mir heute ausgesucht... Genau, das wollte ich dich gerade fragen. Ja, auch Hackbällchen. Der Hack habe ich hier, Eier, Paniermehl. Aber ich wollte es heute so ein bisschen asiatisch machen. Ich habe die einfach mal genannt Hackbällchen Hongkong-Style. Ich habe hier Ingwer im Warenkorb, okay. Ich habe Peperoni oder Chili im Warenkorb und ich habe Sesamöl. Und gerade das Sesamöl, da werde ich eine Menge von in die Hackmasse schon reinmachen. Und auch in mein Fett hier, wo ich hinter die Hackbällchen brate, werde ich ein bisschen mit Sesamöl aromatisieren, dass das so ein bisschen so einen asiatischen Touch kriegt. Ich weiß, Johann mag gerne asiatisch und da baue ich jetzt mal drauf, dass er das gut findet. Und ja, gucken wir uns das mal an. Hackbällchen Hongkong ist jetzt aber so ein bisschen so ein Fantasiename, aber geht in diese asiatische Richtung? Ist ein Fantasiename. Ich werde dazu so einen kleinen Salat machen aus Gurke, Radieschen, auch mit Peperoni und den so ein bisschen süß-sauer abschmecken. Mit ein bisschen Essig, Honig, dass ich so ein bisschen da die Aromatik drin habe, süß-sauer. Aber du weißt ja durchaus, dass Johann auf diese asiatischen Aromen echt total abfährt. Der ist ja da regelmäßig auch zu Besuch und holt sich neue Inspirationen. Also das hört sich gut an. Zumindest mal, man kann sich das, man merkt schon beim Sprechen so ein bisschen, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Das wird bestimmt was Scharfes sein, ganz klar. Geröstete Champignons ist eh klar. Und dann so eine schöne Paprikaschaumsoße, wahrscheinlich mit Chili, finde ich gut. Hört sich zumindest mal von allen drei Gerichten an, als könnte das das Beste sein. Ich möchte jetzt auch ganz kurz erzählen, was ich mache oder beziehungsweise erklären, was ich bis jetzt gemacht habe. Ich habe nämlich auch eine klassische Frikadellenmasse gemacht, indem ich Hackfleisch mit Zwiebeln, die muss ich jetzt noch fein hacken, Senf, Ei, etwas eingeweichten Brot, Salz und Pfeffer vermengt habe. Und die werde ich dann gleich in meine Champignonköpfe füllen. Und dann habe ich eine Paprikasoße aufgestellt, indem ich zuallererst farblos in Olivenöl angeschwitzt habe, eine Schalotte. Dann die Paprikastücke hinterhergegeben, angewürzt mit Salz, Pfeffer, ein wenig Paprikapulver. Das lasse ich jetzt weich kochen, werde es dann anschließend pürieren und passieren und gebe es dann hier in diese feuerfeste Form. Und darauf kommen dann die gefüllten Champignonköpfchen. Und es soll so ein bisschen von der Idee aussehen wie so ein klassisches Schneckenpfännchen. Ich weiß gar nicht, ob man oder ob Sie zu Hause sowas noch kennen. Und dann kommt das zum Überbacken in den Ofen. Und in der Zwischenzeit werde ich polnischen Blumenkohl zubereiten. Blumenkohlröschen klein geputzt. Und dann mache ich diese Vinaigrette, diese Schlotze aus eben gerösteten Bröseln und einem gehackten und gekochten Ei. Alles durchaus Gerichte, finde ich, die... Und das ist für mich das Schöne dieser Woche, die echt alltagstauglich sind, finde ich. Und dieses Warenkorb-Kochen ist ja auch das, was, ich weiß nicht, ob es euch im Alltag auch so geht, was man so klassisch in der Familie zu Hause macht. Ne? Du machst die Kühlschranktür auf und sagst, okay, ich habe Blumenkohl und habe das gefunden, habe das gefunden. Dann gehst du an den Vorratsschrank. Auch das haben wir bevorratet für alle Kollegen gleich. Das sind die sogenannten Basics drin. Und dann lässt du irgendwie der Fantasie oder dem Kochen einfach freien Lauf. Und in der Regel geht es dann fast von alleine, würde ich sagen, dass man was Leckeres kocht. Bei mir ist das vor allen Dingen immer sonntags so, ne? Sonntags, samstags, ja, perfekt. Unter Nicht-Corona-Zeiten, Samstag normal eingekauft. Allerdings dann auch war ich bei der Arbeit, samstags immer als Hauptarbeitstag ja in der Gastronomie. Yep. Und dann vergisst du vielleicht auch einiges mal einzukaufen morgens in der Hektik, weil du ja noch dann zur Arbeit fährst.
Und dann heißt es sonntags vielleicht mal improvisieren. Und jetzt mal so eine Frage so an dich jetzt als Mensch. Ich meine, wir wissen alle, du bist hochdekoriert, bist als Soßengott bekannt, hast seit Ewigkeiten schon 2 Sterne hier in Hamburg in einem Restaurant. Wenn du dann zu Hause kochst, ist dein Kochstil dann irgendwie anders als im Restaurant? Weil da weiß ich ja, dass du sehr viel Wert auf Präzision legst. Und wie machst du das zu Hause? Zu Hause koche ich einfacher, keine Frage. Ne? Also im Betrieb, ganz klar, da koche ich, damit verdiene ich auch Geld mit dem Kochen. Deshalb, da muss ich schon auch aufwendig kochen, damit die Gäste auch begeistert sind und auch wiederkommen. Zu Hause muss meine Freundin und meine Tochter oder meine Töchter begeistert sein. Die kommen aber eigentlich automatisch wieder. Also nicht falsch verstehen, aber zu Hause koche ich dann doch ein bisschen einfacher. Und wenn wir schon gerade so schön am Plaudern sind, man sagt ja auch, irgendwie, wer in Trainingshosen aus dem Haus geht, hat die Kontrolle über sich selbst verloren. Aber du bist dann auch gemütlich einfach am freien Tag zu Hause und lässt dich auch mal so ein bisschen treiben. So wie wir alle auch, oder? Ja, also da kann es eigentlich manchmal nicht gemütlich genug sein. Ne? Kommt immer darauf an, wie die Woche gelaufen ist. Jetzt gerade in dieser schwierigen Zeit ist eigentlich jeder Tag der Sonntag. Ne? Und ja, gucken wir, dass wir trotzdem was Schönes kochen und was Schönes einkaufen. Jetzt habe ich auch mehr Muße tatsächlich zum Kochen zu Hause, als wenn ich arbeite. Ja, und das soll vielleicht für Sie auch so ein bisschen Inspiration sein. Wir bedanken uns natürlich, dass Sie uns täglich so die Treue halten. Und wir würden uns wirklich wünschen, wenn Sie auch dann nach diesen Rezepten, Sie merken es ja so ein bisschen in dieser Woche, man kann auch mit wenig Zutaten leckere Sachen kochen, wenn Sie sich zu Hause auch an den Herd stellen im Kreise Ihrer Familie. Und ich möchte mal ganz kurz fragen, bei dir zu Hause, Björn, wenn du so am freien Tag in der Küche bist, wie sieht denn das da aus? Für wen kochst du da? Am Freitagabend in der Küche oder wann? Nicht am Freitagabend, am freien Abend. Ich bin ja so beschränkt, weil meine Frau, die isst ja leider kein Fleisch mehr. Ne? Früher habe ich ja auch mal gerne so Kohlrouladen, Rinderrouladen, sowas alles gemacht. Ne? Und jetzt kochen wir doch eher dann vegetarisch oder mit Fisch. Lecker natürlich. Man kann auch vieles mal ersetzen. Ich mache jetzt zum Beispiel auch hervorragende Kohlrouladen und mache da Schafskäse und Kartoffelmasse rein anstatt Fleisch. Aber ich muss dir das eben zeigen. Und zwar habe ich mir das gerade sozusagen überlegt hier. Ne? Ich habe ja gestern mir die Frage gestellt, ob Johann nicht doch eine Brille braucht. Ne? Weil er viele Zutaten nicht gefunden hat in den Gerichten. Und zwar, der Hackbraten ist ja eigentlich gefüllt. Ich mache jetzt einen offenen Hackbraten, dass der schon sofort sieht, was da drin ist. Weil es geht ja heute um Hack, es geht um Paprika und Champignons. Ne? So, und das wird ja sofort sehen. Ich habe sogar noch ein paar Tomaten untergemogelt, die sind auch rot. Vielleicht hält er die dann auch noch für Paprika. So, den gebe ich jetzt so in die Grillpfanne rein hier. Und dann kommt das Ding gleich in den Ofen rein. Ich muss mal gucken, ob wir noch so ein paar rote Klebepfeile haben, damit wir dem Herr Lafer das wirklich auch erklären können. Aber ist natürlich schon ein Zeichen von Taktik, dass du jetzt sagst, lieber Johann, ich mach's für dich so, dass du alles erkennst. Um die Reihe ganz kurz zu vervollständigen, Cornelia, ich weiß, du hast auch eine süße Tochter, die heißt nämlich genauso wie meine Tochter. Wenn das ist unfassbar, die ist jetzt schon 18 Jahre alt. Ja, eine krass. Woche nach ihrem Geburtstag hat sie sofort sich ein Tattoo stechen lassen, war super. Und jetzt sind wir natürlich auch sehr, sehr viel zu Hause. Es ist sehr, sehr lustig, weil ich habe tatsächlich einen Mann, der gar nicht kochen kann. Aber es macht schon Spaß, wirklich auch das mal wieder zu zelebrieren, gemeinsam am Tisch zu sitzen und sich auch so, dass jeder sich auch so ein bisschen Gedanken macht, was gibt's denn eigentlich morgen? Weil eins muss ja wohl jeder zugeben, zu Hause kochen für die Familie kann ja das Undankbarste sein, was... Oder? Weil irgendjemand also, hat immer was zu machen. Oh nee, du hast doch gesagt, du machst Bolognese, wieso gibt's jetzt Spargel? Also es ist, oder? Kennst du, ne? Die einen sagen so und die anderen sagen so. Und das ist vielleicht auch in gerade diesen Zeiten mal wieder so der Moment, um so ein bisschen innezuhalten und sich einfach mal auf sich selbst wieder zu konzentrieren. Einfach mal wieder ein bisschen genauer hinhören und einfach mal wieder vielleicht ein bisschen mehr Respekt auch füreinander an die Tagesordnung zu bringen. Ich finde das wunderschön, wenn man zu Hause kocht. Ich finde, das verbindet auch immer noch. Und man darf nie vergessen, gegessen wird eigentlich immer. Und man merkt ja auch, dass irgendwie das gemeinsame Kochen und dann das gemeinsame Essen ein bisschen zusammenschweißt. Absolut. Ihr Lieben, ich mache kurz Folgendes. Ich hacke jetzt hier noch ein paar Schalottenringchen. Und dann mache ich das Ganze in meine Paprikasoße, die durch das Paprikapulver eine fantastische Farbe irgendwie an den Tag gelegt hat. Gehackten Rosmarin habe ich noch mit reingegeben. Warte, ich muss mal ganz kurz probieren, wie der soweit schmeckt. Das ist echt ganz cool geworden. Und dann habe ich meine Hackmasse,
die ich jetzt mit einem kleinen Spritzbeutel in diese Champignon-Köpfchen gedrückt habe. Das Ganze darf gerne ein bisschen pikant sein. Und dann kommt es im Prinzip zum Überbacken oder zum Garen in den Backofen. Den Blumenkohl, den möchte ich eigentlich nur ganz kurz blanchieren. Anschließend werde ich ihn in etwas brauner Butter anrösten. Und parallel dazu stelle ich dann eben diese polnische Schmelze her aus dem gekochten, gehackten Ei. Etwas Butter und Bröseln. Und dann gucke ich mal, was hier noch rumliegt. Ich sehe Petersilie, das passt da wunderbar dazu. Vielleicht noch ein bisschen Zitrone hinein. Und fertig ist die Laube. Ah, da ist es schon. Hier, guck mal. Schneckenpfännchen. Das war nicht so gut. Geht es euch auch so, dass ich so einen Moment auch mal ganz cool finde einfach? Was denn? Ja, wenn einfach mal keiner irgendwie was labert. Wenn Ruhe ist. So, einfach nur kochen so, ne? Wenn Stille herrscht. Ja, jeder ist fokussiert, jeder macht das, was er kann und jeder kocht einfach so vor sich hin. Ich finde das manchmal gar nicht so verkehrt. Also ich kann dir mal kurz sagen, ich mache jetzt hier gerade meine... Okay, super Björn, ja. Du weißt, ich hatte jetzt 5 Minuten Redeverbot, aber komm, ich rede jetzt wieder. Also, ich mache jetzt hier gerade meine Zitronensoße. Und da muss man darauf achten, so eine Zitrone, die muss man wirklich bio kaufen. Ich hoffe, die ist jetzt auch bio, nicht, dass ich hier Mist erzähle. Weil die Zitrone, ne, die wird nämlich bis sie im Handel landet, 3-mal behandelt. Das darf man nicht vergessen. Und das kann man nicht mal eben mit warmem Wasser abwaschen. Also wenn man wirklich die Schale mitverwenden will, immer bio dann kaufen. Ne? Wobei ich gar nicht sonst so ein wirklicher Bio-Prediger bin. Aber ich finde, bei Zitronen macht das wirklich Sinn. Natürlich bei vielen anderen Sachen auch. Aber ich sag mal, man muss nicht grundsätzlich Bio kaufen. So, und dann haben wir jetzt hier dieses Zitronensößchen. Da ich jetzt von den Punkten her, da geht's mir heute echt nicht gut. Ne? Also da liege ich weit zurück. Und deshalb habe ich mir jetzt heute so eine Taktik überlegt. Appellieren, also nur an die niedrigsten Instinkte zu appellieren. Heißt in dem Falle viel Butter, viel Sahne. Geschmacksträger wie Weißwein. Was gibt's noch hier für natürliche Geschmacksverstärker suchen wir. Parmesankäse habe ich auch reingemacht. Auch ein natürlicher Geschmacksverstärker. Ne? So, hier jetzt schön mit Weißwein ablöschen. So, alles, oh, alles das, was wir gerne mögen, wird jetzt hier auf einen Teller gebracht sozusagen. Sahne, Butter, Senf natürlich auch ein super Geschmacksverstärker. Also heute muss ich wirklich ins Gas geben hier. Okay, vielleicht mal für einen kurzen Überblick, damit zu Hause die Zuschauer jetzt nicht uns auf dem Sofa irgendwie wegratzen. Du hast kurz erzählt, was du gemacht hast. Du machst diesen offenen Hackbraten. Cornelia, was hast du bis jetzt schon alles fertig? So, ich habe, das ist ja auch das Schöne, wenn man so einen Warenkorb hat, dann switcht man ja auch zwischendurch mal wieder, weil man irgendwie immer wieder neue Ideen bekommt. Also ich habe jetzt meinen Chili con Conny, habe ich jetzt mit meinen Freunden, die noch vorhanden waren, weil ich keine Tomatensauce, keinen Tomatenmark hatte, habe ich einfach diese wunderschönen, das ist eigentlich ein Verbrechen, diese schönen kleinen Kirschtomaten püriert. Habe also erstmal das Hackfleisch richtig ausgebraten, Knoblauch dazugegeben, Schalotten dazugegeben und habe hier diese Süßkartoffel so ein bisschen als Ersatz für meine Böhnchen jetzt einfach roh dazugegeben. Ich hoffe, dass die auch gar werden in der Zeit. Und das Ganze einköcheln lassen mit dem Tomaten, selbstgemachten Tomatensaft aufgegossen, ein bisschen Kalbsfond rangegeben, frisches Chili, bisschen Chili-Pulver, Rosmarin, Thymian und lass das jetzt hier einfach so vor sich hinköcheln. Es kriegt von selber schon eine schöne Bindung, sieht ganz gut aus. Ja, ist gut. Mein Chili con Conny, bin gespannt, was sie da alles reinmachen wird. Das ist ja in der Regel ein Standardgericht, aber sie wird sich sicherlich was ganz Kreatives einfallen lassen. Dann habe ich mir überlegt, eigentlich wollte ich ja Rosenkohl reinmachen. Aber jetzt werde ich den einfach am Ende, weil ich ja kein Creme Fraiche habe, was man ja oft nimmt bei so einem Chili, mache ich einfach ein bisschen roh gehobelten Blumenkohl drüber. Und jetzt kümmere ich mich um meine kleinen Toastbrot-Pilzfrostini.
Christoph, deine Taktik zum Thema klare Erkennbarkeit? Meine Taktik ist, ja, also Hackbällchen, also wenn da nicht das Hackfleisch erkennt, also dann braucht Johann wirklich eine neue Brille. Auf jeden Fall hier Paprikasoße, ich glaube, das erkennt man auch. Ich überlege gerade noch, wie ich den Champignon da reinkriege überall. Ich habe mich dafür jetzt entschieden, erstmal jetzt hier ein bisschen Sesamöl heiß zu machen. Und dann mache ich hier noch so ein paar schöne Champignonscheiben. Und tu diese Champignonscheiben. Wie hast du denn deine Paprikasoße gemacht? Weil ich habe ja eben im Schnelldurchlauf erklärt. Ein bisschen anbraten schon mal für einen Salat. Bitte? Ich habe ja im Schnelldurchlauf meine Paprikasoße eben gerade erklärt. Wie hast du denn deine Paprikasoße angesetzt? Also eigentlich so, wie ich sie auch im Restaurant ansetzen würde. Tatsächlich, indem ich Schalotten anschwitze, in ein bisschen Butter, die Paprika dazu gebe, die Kirschtomaten dazu gebe, ein bisschen Paprikapulver habe ich dazu gegeben, damit Weißwein aufgefüllt und etwas Gemüsefond. Das köchelt jetzt hier so ein bisschen ein. Dann habe ich ein bisschen Rahm dazu gegeben. Und dann würde ich das gleich einmal kurz richtig gut durchmixen mit dem Pürierstab und dann noch mal passieren, dass, ja, dass ich keine Stückchen drin habe, dass das auch eine schöne rote Farbe nimmt. So, jetzt habe ich hier die Champignons, wo ich wirklich hin und her überlegt habe, wo bringe ich denn die Champignons rein? Die mache ich jetzt auch noch in diesen Salat rein, den ich hier separat so ein bisschen vorbereite. Aus Gurke, Radieschen, auch Peperonis mit dabei. Die Vinaigrette rühre ich mir erstmal separat an. Die tue ich nicht gleich dazu, weil die Vinaigrette möchte ich erstmal ordentlich abschmecken. Dass ich einen schönen Honig dazu gebe, ein bisschen Sesamöl, normales Öl, ein bisschen Weißweinessig und dann. Ja, dass du ein bisschen süß-sauer habt, ne? Das erwarten wir natürlich von dir als Soßengott, dass du da eine ordentliche Soße oder Vinaigrette zusammen trümmerst. Ich mache gerade Croutons, Weißbrotwürfel. Und ich habe jetzt hier in dieser Pfanne Öl mit Butter aufgeschäumt. Dann kommen jetzt dazu die Brotwürfel. Und viele Leute machen irgendwie den Fehler, dass sie wirklich am Anfang zu wenig Fett nehmen. Und ich habe hier relativ viel Fett, aber eben auf Temperatur in der Pfanne. Und jetzt lasse ich die da drinnen erstmal von der ersten Seite kross werden. Anschließend werden die einmal durchgeschwenkt, eine Prise Salz kommt ins Spiel. Und dann kommen die zum Entfetten erst auf ein Sieb und dann auf ein Küchentuch. Und wenn man das macht, der Björn hat das gestern erklärt mit seinem Tempura, in heißem Fettgarn ist eigentlich was sehr, sehr, sehr Gutes, weil man hat sofort die äußere Hülle verschlossen und das Gargut kann sich eben nicht mit Fett vollsaugen. In der Zwischenzeit habe ich ein Ei gekocht und vielleicht darf ich euch mal so einen ganz kurzen Schwank von einem meiner Kandidaten erzählen. Das war so einer von denen, und die mag ich ja genauso wie alle anderen auch, der hat es am Montag, den hat es direkt erwischt, ne, beim Leibgericht. Und dann habe ich ihn vielleicht auch ein bisschen nervös gemacht. Und liebe Kandidaten in Spee, ich gelobe Besserung. Wir wissen, glaube ich, jetzt alle, ein bisschen durch eine andere Brille zu gucken, wenn wir da schon mal in dieser Hotbox standen, unter 35 Minuten Zeitdruck unsere Gerichte abgeliefert haben. Ich hoffe, ich habe ihn nicht zu nervös gemacht, aber er kochte ein 5-Minuten-Ei. Und dann fragte ich ihn, hör mal, du hast aber zwei Eier da in deinem Topf drin, sagt er, ja. Sag ich, ja, ein 5-Minuten-Ei kocht 5 Minuten. Wie lange kochen denn zwei 5-Minuten-Eier? Und er haut mir ungelogen an den Kopf 10 Minuten. Ihr habt's gecheckt, oder? Da war ich erstmal ein bisschen platt und musste dann einfach lachen. Das habe ich wirklich nicht böse gemeint. Aber ich hoffe, ich habe ihn damit auch nicht zu sehr aus dem Konzept gebracht. Warum ich das erzähle, ist folgender Grund. Ich habe ein Ei hart gekocht. Und zwar so hart gekocht, dass es noch nicht blau ist ums Eigelb rum, sondern so ein hart gekochtes Ei, das war jetzt so, glaube ich, 9 Minuten im Wasser. Und das werde ich jetzt fein hacken, denn es ist Bestandteil meiner polnischen Vinaigrette. Hier drüben ist, wie gesagt, schon in brauner Butter sind die Semmelbrösel angeröstet. Und ich würde mir gleich noch mal eine Muskatnuss gerne borgen von einem von euch. Und baue jetzt hier diese polnische Vinaigrette für meinen Blumenkohl auf. Vorsicht, guck nicht. Mario. Heute hat's geklappt. Oh, es geht aufwärts. Ja gut, dann nehmen wir halt die Vierkantreibe. Auch das geht immer noch. So, das Ei schön hacken. Und ihr Lieben, vor lauter persönlichen Gesprächen und wie ihr so zu Hause kocht und wie ich zu Hause koche, es sind jetzt noch 10 Minuten. Kinder, wie die Zeit vergeht. Ja, wirklich. Björn, bist du im Brass oder geht's? Nee, geht. Ich check jetzt mal gerade die Kerntemperatur. Und zwar kann man ja irgendwie so ein bisschen so einen Metallstab da reinstecken. Und man ist ja hier oben an der Oberlippe
am temperaturempfindlichsten. Und wenn es weh tut, dann ist es durch. Ne? Und so, wenn es so, ja, so, wie kann man das beschreiben? Ne? Wenn es so, ja, so gerade warm ist, dann muss es noch ein bisschen. Ne? Aber ich empfehle Ihnen da natürlich zu Hause immer besser ein Thermometer zu kaufen. Das ist auf jeden Fall sicherer, als sich hier so ein Messer an die Oberlippe zu halten. Also den Hackbraten, den lasse ich jetzt mal kurz ruhen. Der ist innen noch sehr, sehr medium. Und ich mache jetzt aber den Ofen noch einmal auf volle Kanone, sodass der gleich noch mal richtig schön gratiniert wird. Und dann werde ich da vielleicht auch noch mal ein bisschen Parmesan drauf machen. Hier mein Zitronensößchen, das reduziert jetzt ein bis zum geht nicht mehr, bis da nur noch der pure Geschmack über ist. Und dann habe ich hier noch einen kleinen Radieschensalat gemacht mit Gurken, Zwiebelchen und ein bisschen, wie heißt das Öl noch? Sesamöl, geröstetes Sesamöl. So. Wie unterscheidet sich denn der kleine Radieschensalat vom großen Radieschensalat? Das ist so eine Frage, die wollte ich euch schon immer mal stellen. Kleinen Radieschensalat, ja, nur ganz wenig gemacht, ne? Ach so, es ist die Menge einfach. Ja, genau, ja, aber ich das rutscht uns ja immer so raus, genommen, ne? Hier mache ich noch ein kleines Süßchen, da mache ich noch eine kleine irgendwas. Ja, ich glaube, diese Verniedlichung, die hat man so drin irgendwie, ne? Das passiert irgendwie von alleine, ne? Dass man das so einfach beim Kochen sagt. Aber ich finde, diese ganzen Begrifflichkeiten und diese Beschreibungen, die hören sich einfach total lecker an. Und, wir haben schon, als wir in der ersten Woche angefangen haben mit unserer Profiküchenschlacht, ne, haben wir auch wirklich schon mal so ein kleines Kochlexikon aufgemacht. Weil die Jungs, die hier gekocht haben in der ersten Woche, haben dann immer gesagt, ja, es läuft, es läuft. Ja, ich meine, das ist ja nicht für jeden klar, wenn man kocht, dass man meint, dass der Prozess sozusagen weitergeht, sondern es läuft ja kein Essen irgendwo. Champignons laufen bei mir, Crostini laufen. Das ist so ein Begriff aus der Küche. Ne? Und wenn ich gerade mal, Christoph, du hast ja eben auch gerade gesagt, du warst in der ersten Woche auch dabei, aber bei dir ist was anderes passiert. Geschmack oder was ist passiert bei dir? Du, ich sag jetzt noch etwas, Küchenfachsprache, ich kann gleich schicken. Was heißt das? Ich schicke jetzt nichts per Post, sondern das Essen ist fast fertig. Ich kann gleich anrichten und es rausschicken in den Gastraum, ins Restaurant. Das heißt, wir sagen auch manchmal, du, wie lange braucht ihr noch? Drei, zwei, ich brauche noch 3 Minuten, dann können wir schicken. Ja. So. Also, mein Chef hat mich mal in der ersten Woche Lehre angeschrien und hat ganz laut gebrüllt, weg vom Herd! Ja, und der meinte natürlich die Pfanne, die auf dem Herd stand. Und ich selber bin natürlich so geil in Windeseile, weil ich dachte, hier gibt es da eine Explosion oder so. Ne? Ja. Ja, ich glaube, wenn wir da noch ein bisschen weiter kochen würden, da würden echt lustige Geschichten rauskommen. Die kennt jeder. Ich werfe einen kleinen Blick hier in meine Schneckenpfanne, in meine gefüllten Champignons. Und sag mal so, ne? Gut, dass ich noch ein bisschen Paprikasoße aufgehoben habe. Den muss ich jetzt nur noch mal finden auf die Schnelle. Ah, hier ist sie. Denn die sind ein bisschen zu trocken gelaufen. Und bei aller Plauderei, ihr Lieben, 5 Minuten 30, da müssen die Teller vorne beim Johann stehen. Dann ist die Kochzeit auch schon wieder vorbei. Kinder, wie die Zeit vergeht, wenn man einfach nur in der Küche... Sag mal, Mario, läuft es denn bei dir nach Plan? Ja, es läuft alles nach Plan. Und der Plan ist auch nicht schlecht heute. Ich habe meinen Blumenkohl fertig. Ich habe jetzt noch so ein bisschen Petersilien-Chiffonade geschnitten. Ich werde das Ganze jetzt noch abschmecken mit Warte eine Sekunde. Also ich mache hier gerade noch ein bisschen Beurre Manier. Das ist eine sogenannte Mehlbutter. Ja, oldschool. Damit binde ich gleich das Zitronensößchen noch ein bisschen ab. Und ich habe mir gerade noch was Leckeres überlegt, was auch wieder an die niedrigsten Instinkte appelliert, beim genusstechnisch. Ich mache dem Johann noch ein Spiegelei dazu. Ey, und da steche ich aber nur das Gelbe aus. Also sozusagen ein offener Hackbraten. Man kennt ja diesen Hackbraten. Da kann sich ja richtig gehackt legen heute. Ja. Wo kommt der denn nochmal her? Kennst du das Ding noch mit dieser Eirolle drin, in diesen Hackbraten? Das ist klassisch deutsch eigentlich, ne? Aber hat man, glaube ich, in den 70ern, glaube ich, gemacht, ne? So ungefähr. Ja, genau. 80er, 70er, 80er. Ich sag ja auch, es kommt alles wieder. Und Petersilien-Chiffonade habe ich mir erlaubt, nichts anderes zu tun, als die Petersilienblätter schön übereinander zu legen und dann in schöne, kleine, gleichmäßige Julienne zu schneiden. Das kommt jetzt hier an meinen Blumenkohl dran. Und dann würde ich mich auch schon auf die Zielgerade begeben und mal meinen Teller anrichten. Hier habe ich jetzt
das ist ja wirklich auch was, also das ist ein Essen, das muss man einfach mögen. Also Blumenkohl, Ei, Brösel in brauner Butter. Dann kommt für die, wie sagt man immer so schön, fürs Knuspern, für die Sensorik. Hier kommen noch meine kleinen Brotwürfelchen dazwischen. Ich mache am besten mal den Herd schon mal aus. So, und weil es so schön ist, haben wir noch irgendwas für oben drauf. Guck mal, machen wir noch so Petersilienblättchen. Und dann hole ich sie aus dem Ofen, die gefüllten Champignonköpfchen. Eigentlich finde ich, ich könnte sie auch so anrichten, aber natürlich, damit der Teller gleich wirken kann, nehme ich sie raus. Eins, zwei und drei. Süßchen ein bisschen drumherum und anbei. Und falls Sie jetzt Lust haben, entweder mein Gericht oder das von den Kollegen nachzukochen, auch heute wird es am Ende der Sendung in der Mediathek diese Rezepte geben. Schauen Sie einfach mal rein, lassen Sie sich inspirieren. Und wir würden uns freuen, wenn Sie uns dann mal eine kleine E-Mail schreiben und gucken, ob es mit den Sachen, die Sie bei sich zu Hause haben, auch so einfach geht wie bei uns. Und ihr Lieben, jetzt dann gleich ist es soweit. 2 Minuten. Ach. Die Musik, 2 Minuten. Okay, das ging aber flück jetzt, ne? Das ging echt schnell. Oh, ich bin total happy hier mit meinem Blumenkohl. Kurze Frage noch einmal, Björn Freitag nach Dorsten. Kann irgendwas schief gehen noch? Ja, ich kann mich verbrennen. Nee, kann eigentlich nicht. Lass mir gerne mal einen Teller mit rausbringen. Ich hab das Spiegelei vielleicht ein bisschen zu spät reingemacht. In Hamburg, Conny, alles klar? In Hamburg ist alles fein. So. Und noch mal nach Hamburg, Christoph. Ja. Jo, ich glaube, das Asiatische wird hier. Meine Vinaigrette ist leider ein bisschen dünn geworden, muss ich ehrlich sagen. Das hat hier so ein bisschen Wasser gezogen, die Gurke. Das ist nicht ganz so schön. Mhm. Aber habe ich die gewürzt? Ach, Entschuldigung. Ach, ich glaube, die hat dich nicht gewürzt. Nicht gehört. Gewürzen? Kinder, wenn das Licht angeht, siehst du, ob du. Letzte Minute! Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht ein bisschen. So. Jetzt geht es. So. Ach, hier wird schon dekoriert, bei Christoph sehe ich. Cornelia ist auch mittendrin. Björn, der Küchenblitz Freitag, zischt noch mal kurz nach hinten. Tellerchen, jawohl. 20 Sekunden! Ich glaube, der Rüffi haut wieder einen raus hier. Schäumchen, schau dir das an. Vorbei, Ende Gelände. Ich würde euch jetzt bitten, mit dem nötigen Abstand und dem nötigen Respekt in diesen Zeiten die Teller einzeln nach vorne zu bringen. Hackfleisch ist eigentlich allgegenwärtig. Ist das, was, glaube ich, auf der Einkaufsliste auf Platz 1 und auf Platz 2 steht, bei den beliebtesten Dingen, die man in Deutschland kauft. Aber was macht man daraus? Darauf bin ich jetzt gespannt. Voilà. Sauber gemacht. Du bist happy, oder? Ja, das Einzige tatsächlich, die Gurke hat ein bisschen, also diese Vinaigrette, die war durch den Honig schön kräftig und sämig. Und dadurch, dass die Gurke so ein bisschen an Wasser gezogen hat, ist sie jetzt ein bisschen wässrig hier geworden. Ja, ah, ja. Das ist das Einzige, so hätte ich vielleicht noch mal die Gurke abgießen müssen, aber habe ich auch nicht dran gedacht. Und das ausgestochene Spiegelei, lieber Björn. Jo. Damit läuft's? Ja, es läuft Gott sei Dank noch nicht, noch hält's, ne? Ja. Ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden. Also meine größte Sorge war der Hackbraten, dass der nicht durch ist, aber er ist durch, glaube ich. Also. Man könnte ja fast sagen, es ist ein richtiger Eyecatcher. Cornelia, bei dir? Ja, also ich bin fertig geworden. Du bist fertig geworden? Ja.
à la Conny. Und ob wir ihn hinters Licht führen können oder nicht, das wissen wir gleich. Ich sage herzlich willkommen und bitte zu Tisch, lieber Johann Laffer. Habe die Ehre. Vielen Dank. Danke. Erstmal schön, dass ihr wieder gekocht habt. Ich bin, schätze mich so glücklich, von euch verwöhnt zu werden. Das ist wirklich für mich auch was Besonderes. Wann hat man schon die Gelegenheit, von drei so Spitzenköchen verwöhnt zu werden, oder? Toll, vielen Dank. Ja. So, ja, die Zutaten heute. Hackfleisch, Paprika und braune Champignons. Ich beginne hier bei Orange, die Farbe des ZDFs. Ja? Das ist hier mit Paprika und Champignons gefüllte Mini-Hackbraten, Gurken, Radieschensalat und Zitronensauce. Johann, erkennst du alle Zutaten? Das war unsere größte Sorge heute. Ja, ich frage mich gerade, ob das wirklich tatsächlich ein Mini-Hackbraten ist, weil, ja, jetzt müssen wir mal schauen hier. Also muss man schon mal sagen, Mario, ein perfektes Spiegelei, oder? Also man kann es nicht sorgfältiger, sensibler machen. Nichts ist ausgelaufen und kein Eiweiß ist mehr da. Das ist wirklich ein Sonderapplaus wert, ja? Ich glaube, das Salz fehlt, aber sonst ist es gut. So, jetzt der Mini-Hackbraten. Mini-Hackbraten, wo ist denn der? Ach, da unten ist der. Stehst davor. Okay, der ist versteckt sozusagen. Gut. Also ich sehe alles. Braune Champignons sehe ich, ich sehe die Paprika und ich sehe auch natürlich das Hackfleisch. Mhm. Der Hackbraten ist schön zart, ist also nicht kompakt, sondern geht meiner Frau so ein bisschen Brot reingekommen. Paprika. Zwar mit Haut, aber kann man sehr gut, sind geschmort irgendwie. Die Soße ist gut dazu. Sogar noch ein Salat hier. Radieschen mit Gurken. Also das ist so ein Gericht, was ich mir so vorstelle, weißt du, so Hausmannskost, ehrlich gekocht, ein besonderes Spiegelei mit Liebe gemacht. Wunderbar. Chili con carne mit Champignons. Ah, con conni heißt es, con conni. Ah. Dann weiß ich ja schon, wer das ist, oder? Das ist schwer. Aber könnte das spielt keine Rolle, ne? Ich bin unbeeinflussbar, ich gehe nur nach meinem Geschmack. Und zwar, was ist denn eigentlich Chili con Carne? Das ist also hier was mit Süßkartoffel, Hackfleisch. Auch hier wieder, wie beim Hackbraten, alles herkömmliche Gerichte, aber einfach besser gemacht, kreativer gemacht, raffiniert gemacht. Und jetzt gibt es hier noch ein Crostini dazu. Leute, das ist so wunderbar, das schmeckt, das ist einfach ein Traum, das sowas zu essen in Ruhe, noch ein Glas Rotwein dazu. Könnt alles aufessen hier. Bis jetzt könnte ich alles leer essen. So, Hackbällchen Hongkong-Style mit gerösteten Champignons und Paprika-Sesamsoße. Also Hongkong-Style ist natürlich wahrscheinlich so, dass das etwas mit Gewürzen zu tun hat. Gurkenspaghetti sehe ich hier. Champignons natürlich ist klar. Ich beginne mal mit den Hackbällchen. Wenn man hier drauf drückt, hier so, mal mit dem Löffel, Sie merken zu Hause, das gibt nach. Das ist immer ein Zeichen, dass man diese Bällchen nicht an die Wand hängen kann, sondern dass sie wirklich saftig sind.
dass sie wirklich gemacht sind mit Vernunft und Verstand und mit Können. Mhm. Ja, ich frage mich natürlich, und das muss ich jetzt hier fragen, ob bei Hongkong-Style die Paprikasoße nicht zu sehr den Geschmack von diesem leichten asiatischen wegnimmt. Also Paprika ist sehr eigener Geschmack. Und da ist zwar, glaube ich, irgendwas mit Zitronengras drin, aber es ist mir vielleicht ein bisschen zu fremd für ein typisch asiatisches Gericht. Mhm. Mhm. Die Gurken sind, Spaghetti sind gut angemacht. Also da bin ich jetzt ein bisschen nörgelig. Ich finde, dass der Paprika-Geschmack mir nicht sofort diesen typischen asiatischen Geschmack, sagen wir mal, wahrnehmen lässt. Also ich sage ganz klar und spontan, für mich ist die Überraschung, ist Chili con Conne 3 Punkte. Dreier für die Conny. Sauber. So. Beides sehr gut. Beides auf einem guten Niveau. Aber wenn ich etwas nenne Hongkong-Style, dann finde ich, muss man da sofort unter Hongkong etwas verbinden. Und da ist mir die Paprikasoße eigentlich ein bisschen zu fremd, also nicht typisch für diesen Stil. Deswegen gebe ich dem Hackbraten gebe ich 2 Punkte. Das sind für den Björn die 2. Und dem Hongkong-Style-Bällchen gebe ich 1 Punkt. So. Christoph, du bleibst deiner Serie zumindest treu. Ich darf mal ganz kurz verkünden. Es ist nämlich wirklich Kopf an Kopf rennen. Ich zähle 2, 4, 7 für Björn Freitag. Ich zähle 2, 4, 6, 9 für die Conny. Und ich zähle 4 und 4, 8 für Christoph Rüffer. Die Entscheidung wird also vertagt auf morgen. Auch da gibt es wieder einen Warenkorb. Und zwar einen süßen. Schönen Nachmittag. Bleiben Sie gesund. Bis morgen.